Hallo liebe Zuschauer, es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht direkt weiter bei Fallout 3, hier bei Vault 101. Wir kennen ja das Kennwort, Amata. Und wie im letzten Video angekündigt, kehren wir jetzt zur Vault 101 zurück. Freue ich mich persönlich sehr darauf, das kennen wir ja noch. We are dying, assholes. Help us. Let us in, motherfuckers. Ja. Schön, schön. No ties. Exit. Aha. Okay. Okay, hier werden wir schon von einer Leiche begrüßt. Jim Wilkins. Ich glaube, der ist jetzt nicht mehr ganz so lebendig. Okay. Ja. Red Kakerlake. Steve Armstrong. Stealth Boy. Hätte er sich doch mal rausgeschlichen. Tür öffnen wir. Stehen bleiben. Ich weiß nicht, wie Sie hier reingekommen sind, aber... Warten Sie. Warten Sie mal. Das sind ja Sie. Unter dem ganzen Staub und Dreck von draußen hätte ich Sie fast nicht wiedererkannt. Das erklärt wohl auch, wie Sie diese Tür aufgekriegt haben. Sie haben mehr Übung darin als alle anderen hier unten zusammen. Ja, Officer Gomez ist ja der, der uns damals laufen lassen hat. Wo zum Teufel ist Amata? Wenn sie ihr wehgetan haben, dann. Ich muss mit Amata sprechen, ich habe ihre Nachricht bekommen. Ich wollte nur mal kurz zu Hause vorbeischauen, wie läuft's denn in der alten Vault? Kümmern Sie sich nicht um mich, ich hole nur etwas, das ich vergessen habe. Ja, ich muss Amata sprechen. Eine Nachricht von Amata? Ich weiß nicht, wovon Sie reden, aber ihr zuliebe sollten Sie keinem ein Sterbenswörtchen davon verraten. Sie könnte größten Ärger bekommen, wenn bekannt würde, dass sie Ihnen eine Nachricht geschickt hat. Ich ebenfalls, weil ich jetzt mit Ihnen rede. Ich meine, ich hatte da so ein Gefühl, dass sie in Gefahr ist. Das wäre möglich. Sie ist aber nicht die Einzige, der es so ergeht. Seit dieser Nacht ist das Leben hier unten einfach die Hölle. Ständig gibt es nichts als Ärger. Was für Probleme meinen Sie? Was ist hier unten so passiert, seit ich weg bin? Ja, was meinen Sie? Dann will ich Sie mal auf den neuesten Stand bringen. Es kommt mir so vor, als wäre das alles schon eine Ewigkeit her. In der Nacht, in der Sie und Ihr Vater weggingen, brach das Chaos aus. Durch die Käfer und das Chaos verloren viele Menschen ihr Leben. Als Ihr Vater dieses Tor öffnete, öffnete er ein Höllentor, wenn ich mal so sagen darf. Ja, würde im Vater noch leben, wäre über all das sicher schockiert. Das hätte nie passieren dürfen, daran ist der Aufseher schuld. Ja, Papa hat an dem Tag unser Leben ganz schön auf den Kopf gestellt, was? Ja, wenn er noch leben würde. Das, tut mir leid. Egal, wie sich die Dinge hier unten entwickelt haben, er war ein guter Freund. Er wäre draußen sicher zurechtgekommen. Später dachten dann viele, dass er wie so oft ja recht hatte. Wenn es draußen ungefährlich ist... Warum sollte man denn dann ewig hier unten bleiben? Das gefiel aber dem Aufseher überhaupt nicht. Und er begann gegen diese Einstellung vorzugehen. Er hat sicher nicht erwartet, dass Sie zurückkommen. Und was jetzt? Ich sollte Sie wahrscheinlich verhaften und zum Aufseher bringen. Aber offen gesagt werde ich mich hüten, das zu versuchen. Mittlerweile halten es einige Ihrer alten Freunde für eine gute Idee, die Vault zu öffnen. Diese Rebellen wollen mit Ihnen reden, vor allem jetzt. Natürlich können Sie auch einfach gehen. Es wäre dann so, als wären Sie nie hier gewesen. Aus Respekt vor Ihrem Vater würde ich es keinem sagen. Können Sie mich irgendwo hinbringen? Moment, wieso gehen die Rebellen nicht einfach? Das ist mir zu verquer. Ich gehe wieder. Ich bin nie hier gewesen, okay? Ich werde sehen, was sich machen lässt. Ja, wieso gehen die Rebellen nicht einfach? Sie wollen nicht gehen. Sie wollen die Tür öffnen und mit dem Rest der Welt in Kontakt treten. Aber das würde die ganze Vault in Gefahr bringen. Ja, können Sie mich irgendwo hinbringen? Ich schätze, Sie hatten viel zu tun, seit Sie das letzte Mal hier waren. Wohin wollen Sie denn? Ich möchte mich mal mit dem Aufseher unterhalten. Ich muss Amata sehen. Bringen Sie mich zu ihr. Okay, mir nach. Alles klar, weg mit der Waffe. Wir wollen uns jetzt mal ein bisschen sympathischer anziehen. So, jetzt erkennt man uns wenigstens wieder. Sieht ein bisschen merkwürdig aus, aber okay. Tunnel Snakes. Ohne Worte. Was haben wir hier?
Eine Red Kakerlake. Naja, okay. Dann folgen wir mal Officer Gomez. Nee, ich will eigentlich mein Jagdgewehr haben, aber ich finde es gerade nicht. Moment, wo ist das denn hin? Jagdflinte. Nirgendwo. Okay. Jetzt ist es auf 4. So. Sehr schön. Okay, wir folgen Officer Gomez. Ja. Es hat sich also eine Fraktion hier gebildet, die die Vault für immer öffnen will. Ziemlich cool gemacht, wie ich finde. Warten Sie. Das sieht nicht gut aus. Vorschriften des Aufsehers. Sie wissen, dass ich das nicht tun kann, Freddy. Gehen Sie jetzt wieder nach unten, bevor ich etwas tun muss, was wir beide bereuen werden. Werde ich jetzt einfach eingelocht? So wie Brotsch? Tunnelschlangen kann man nicht einsperren, denn Tunnelschlangen sind die größten. Zurückbleiben! Taylor! Schluss mit der Schießerei, verdammt nochmal! Sind Sie denn nicht schlau genug, uns fernzubleiben? Sie hätten Freddy fast niedergeknallt. Erzählen Sie mir von den Rebellen, was ist hier unten passiert? Ja, erzählen Sie mir von den Rebellen. Ich sage Ihnen, die machen mir Angst. Ich weiß nie, wann sie mal etwas wirklich Gefährliches aushecken. Sie hätten Freddy fast niedergeknallt. Ich wollte nicht schießen. Ich wollte ihm nur Angst machen, aber er hatte ein Messer. Bei diesen Rebellen kann man nicht vorsichtig genug sein. Was ist hier unten passiert? Ich habe Agnes, meine arme Frau, verloren. Das ganze Chaos und die Kämpfe hat ihr altes Herz einfach nicht mehr verkraftet. Okay, auf Wiedersehen. Ja, unbedingt. Danke, so hat sich's ja ganz nett angehört. Sie können ja sicher sehen, wie schlecht die Dinge hier unten stehen. Wo wollen wir denn hin, hä? Ja, immer noch Amata. Wie es der Zufall will, war sie eine der ersten, die nach ihrer Abreise von einem Leben außerhalb der Vault sprach. Sie hat sie ja auch immer gemocht. Ich hoffe, sie können sie wieder zur Vernunft bringen. Vielleicht können sie beide sogar einen neuen Plan ausarbeiten. Gehen sie aber vorsichtig vor. Okay, wir folgen ihm. Oh yeah, wir sind so cool. Im Moment, da muss eine andere Waffe hin. Hey, auf! Ohne Helm sieht das wirklich richtig blöd aus. Passen klar? Schon besser. Nicht wahr, Sharon? Boah, ist der riesig, ey. Krass, die Mutanten. Oh, da ist der Aufseher. Hard work is happy work. Work is work. Krass, da steht der. Untergeschoss, okay. Hier haben sich also die Rebellen niedergelassen. Okay, wir folgen unserem Officer Gomez. Way. Oh, hier haben wir unseren Geburtstag gefeiert. Mann, ist das lange her. Hier liegt Jenny's Wilkins. Die sieht nicht mehr ganz so lebendig aus. Wednesday is bingo night in the dinner. If anyone wants a tarot card reading, you know where to find me. Beatrice. Nach Beatrice, die bekloppte, durchgeknallte Frau. Naja. Kein Kommentar. Amata ist mit den anderen dort oben in der Klinik. Ich würde sie ja gern hinbringen, aber auf Sicherheitsleute reagieren sie allergisch. Alles klar. Wir gehen zur Klinik. Hey ho. Verdammt. Sieh mal einer an, wer da wieder in die Vault hereinspaziert ist. Es gehört wirklich Mut dazu, nach allem, was du vermasselt hast und was dein Vater getan hat, wieder hierher zurückzukehren. Wenn sie schon mal zurückgekommen sind, können sie sich auch gleich nützlich machen. Sie müssen uns helfen. Ja, Butch, der alte Mistkerl. Wir haben einen guten Metallsprenger. Das kann auch mal zum Butch-Gesichtssprenger werden. Naja, okay. Hilfe. Welche Art von Hilfe? Welche Art von Hilfe werde ich wohl meinen? Du hast doch sicher von den Änderungen gehört, die seit eurer Abreise hier eingetreten sind, nicht wahr? Die Todesfälle, die Lügen, diese ganze Sache mit der Abriegelung durch den Aufseher. Kommt dir das bekannt vor?
Mann, die wären schon längst hier reingestürmt, wenn sie nicht gewusst hätten, dass ich beim Ausrufen des Notstands eine ihrer Waffen geklaut habe. Na, jedenfalls musst du uns helfen, hier rauszukommen. Mir musst du helfen, hier rauszukommen. Keine Angst, ich versuche, der gesamten Vault zu helfen. Mann, pfeif doch auf die ganze Vault. Was ist mit mir? Sogar diese Rebellen wollen doch nur nach draußen, um Handel treiben zu können und so ein Zeug. Ich dagegen will bloß von hier verschwinden. Wozu soll ich mein ganzes Leben lang als Friseur hier festsitzen, wenn ich rausgehen und da draußen meine eigenen Entscheidungen treffen könnte? Naja, stimmt. Butch war ja Friseur. Was hast du draußen vor, Butch? Ich werde natürlich eine Bande gründen. Das wird die wildeste, tollste und stärkste Bande werden, die das Ödland je gesehen hat. Hey, wenn du deine Trümpfe richtig ausspielst, lasse ich dich vielleicht mitmachen. Was hältst du davon? Ich bin doch viel zu cool. Hey, ich bin doch bereits bei den Tunnelschlangen, hab ja die Jacke und so. Du hast keine Ahnung, wie viele schwachsinnige Raider-Gangs es da draußen gibt. Du bist Maulwurfsrattenfutter, bevor du einen Tag dort draußen überlebst. Ja, es gibt viele schwachsinnige Raider-Gangs. Ja, aber sowas wie mich haben sie noch nicht erlebt. Butch wird dieses Ödland im Sturm erobern. Ja, ja. Warum sollte ich dir helfen, Butch? Weil du schon immer so ein unverbesserlicher Tugendbold gewesen bist. Darum wirst du mir auch helfen, wenn ich Hilfe brauche, stimmt's? Du wirst doch Amata sowieso helfen, oder etwa nicht? Bring uns einfach aus der Vault raus. Dann verschwinde ich und geh dir nie mehr auf die Nerven. Ja, was machst du in der Vault? Dieser verdammte GOAT-Test behauptete, dass ich Friseur werden müsse. Aber das passt überhaupt nicht zu mir. Ich bin ein Barbier, verstehst du? Da besteht ein Riesenunterschied. Kannst du mir die Haare schneiden? Okay, ruhig halten. Wie garstig wir sind. Ja, nee. Ja, stylisches. Highriser. Nee. Nee. Ah, ich weiß ja nicht, wir können uns theoretisch mal hier, einen Bürstenschnitt machen lassen. Würde vielleicht ganz gut passen, aber ich bin immer noch für den Gegenwind. Den nehmen wir uns auch. Haarfarbe, Gesichtsbehaarung. Ja, ohne Bart sehen wir so weiblich aus, das ist das große Problem. Weiblich, Quatsch, so jung. Ne, wir lassen mal den Bart, das ist, wie ich finde, der beste, der Raubart. Ja, wunderschön. Ja, was ist in der Nacht passiert? Ich hörte den alten Stanley darüber jammern, dass viele der Sachen unten im Reaktor böse Schäden davongetragen haben. Es ist nicht allzu schlimm, jedenfalls jetzt noch nicht. Er macht sich aber ständig Sorgen, dass das Luftfiltersystem oder so etwas ausfallen könnte. Wenn das passieren würde, müssten wir natürlich alle die Vault verlassen, stimmt's? Bis später, vielleicht. Vault 101 sabotieren. Okay. Aber die Frage ist, ob sabotieren wirklich der richtige Weg ist. Wir werden natürlich auf jeden Fall noch mit Amata reden. Ich denke mal, die wird hier die schlauste Person sein. Oh Gott, du bist zurück! Du hast meine Nachricht bekommen und bist tatsächlich zurückgekehrt. Ich bin sofort los, als ich hörte, du wärst in Schwierigkeiten. Oh, ich danke dir. Als du weggegangen bist, ist das Chaos ausgebrochen. Und jetzt, wo du zurück bist, kannst du helfen, wieder Ordnung zu schaffen. Du hast damals mein Leben gerettet, Amata. Ich helfe dir gerne. Trotz allem bin ich dort aufgewachsen. Ich kann kein Chaos dort hinterlassen. Bitte keine Hektik, ich muss mehr erfahren, bevor ich meine Entscheidung treffe. Ja, wir helfen gerne. Ich wünschte nur, wir hätten mehr Menschen retten können. Jonas, Familie Hannon und viele andere kamen in dieser Nacht ums Leben. Es war schlimm genug, dass sie starben, weil mein Vater die Tür geschlossen halten wollte. Aber dann fand ich heraus, dass sie für eine Lüge starben. Ich habe herausgefunden, dass die Vault nicht immer geschlossen war. In diesem Punkt haben sie uns unser ganzes Leben lang belogen. Ja, haben wir ja auch rausgefunden. Wir haben ja den Computer gehackt, wo es drin stand. Wie ist das denn rausgekommen? Ja, das habe ich herausgefunden, als ich ging. Ich hätte es dir erzählen sollen. Was? Wie lange weißt du das denn schon? Weißt du was? Egal. Wichtig ist nur, dass wir jetzt wissen, dass wir unser Leben lang belogen wurden und dass diese Lüge Menschenleben gekostet hat.
Selbst jetzt, wo wir dringend Hilfe brauchen, erlaubt uns der Aufseher nicht zu versuchen, mit der Außenwelt Kontakt aufzunehmen. Seine Macht hat ihn in den Wahnsinn getrieben. Er muss aufgehalten werden. Du hast vollkommen recht. Es ist ja nicht so, als ob wir die Vault verlassen wollten oder so. Naja, Butch will die Vault tatsächlich verlassen, aber er ist viel zu feige, um es auf eigene Faust zu wagen. Die meisten haben akzeptiert, dass die Außenwelt den sicheren Tod bedeutet und dass hier unten alles so bleiben würde. Aber jetzt sind wir schlauer. Immerhin hat es gereicht, um sie und ihren Papa zum Aufbruch zu bewegen. Darum muss es da draußen etwas geben, das sich lohnt. Ich glaube, ich habe eine Lösung für die Probleme der Vault. Was ist in der Nacht passiert? Wieso gehst du nicht einfach? Es gibt fast keine Sicherheitsvorkehrungen. Je mehr ich höre, desto weniger will ich involviert sein. Ich gehe für immer. Ja, warum macht der Aufseher das? Ich weiß es nicht. Vielleicht glaubt er uns zu beschützen, aber in Wirklichkeit verachtet er uns nur. Ich dachte, Eltern würden sich für ihre Kinder eine bessere Welt wünschen. Also da draußen hinter dieser Tür wartet eine völlig neue Welt auf uns. Und wir machen so lange weiter, bis wir sie erreichen. Ja, ich glaube, ich habe eine Lösung. Das hoffe ich sehr. So wie jetzt können wir nicht weitermachen. Ich schwöre, ich kann deinen Vater und seine Wachen aufhalten. Pass auf, draußen lauern lauter Gefahren, nur hier drinnen ist man sicher. Nun, ich muss noch etwas drüber nachdenken. Ja, ich kann deinen Vater und seine Wachen aufhalten. Wirklich? Gott sei Dank. Egal, was ich sage, er hört nicht auf mich. Er verbringt den ganzen Tag oben im Büro. Aber du bist tatsächlich draußen gewesen und kannst ihm daher aus erster Hand berichten, wie das ist. Nur, tu bitte nichts Überstürztes und verletze ihn nicht, in Ordnung? Weißt du, Gewalt ist nicht mein Stil, Amata. Keine Sorge. Tut mir leid, ich kann nichts versprechen. Man wird ihn oder so aufhalten. So oder so aufhalten, oder? Keine Ahnung. Ohne ihn zu verletzen, bist du verrückt. Er hat versucht, dich umzubringen. Ich bin mir noch etwas schuldig für diese Nacht. Du wirst ihn niemals wiedersehen. Ja, Gewalt ist nicht mein Stil. Das hätte ich wissen sollen. Ich habe mir nur Sorgen gemacht, dass dich die Zeit da draußen vielleicht verändert hat oder so. Danke. Und viel Glück bei deiner Unterredung mit ihm. Sag mir Bescheid, falls du ihn umstimmen kannst. Ja, ja. So Leute, dann hier erstmal ein kleiner Schnitt und wir sehen uns dann hier beim nächsten Mal wieder. Also, schaltet wieder ein, Leute. Macht's gut. Bis dann. Oh, wer liegt denn da auf dem Boden? Okay, Leute. Aber dazu später mehr. Schön, dass wir uns wiedersehen. Alter Schwede, geht's hier ab. Nee, wie gesagt, Leute, ein kleiner Schnitt. Und wir sehen uns hier das nächste Mal wieder. Macht's gut. Bis dann.